Hallo zusammen, ich bin der Obi und bin DJ an Breakdance-Battles, Partys, Corporate-Events und Hochzeiten. Seit wann bist du DJ? Hey, das habe ich heute auch überlegt. Ich glaube, so seit 2007. Was wolltest du als Kind werden? Fußballer wie jede Sekunde. Was ist deine musikalische Spezialität von dir? Also ich glaube schon, dass meine Spezialität Breakdance-Battles sind, aber auch Clubs und auch türkische Hochzeiten. Also ich kann wie so den Gap zwischen den beiden mega gut fühlen. So. Wie bist du zum DJing gekommen? Ich habe angefangen mit Produzieren und mein damaliger Lehrmeister hat selber auch aufgelegt. Und ich bin dann irgendwann dank ihm auch zum Auflegen gekommen, bin irgendwann mitgegangen und ja, bin immer in den Clubs mitgegangen und zugeschaut und war geflasht gewesen, so. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Mein Stil? Ja, ich bin glaube sehr spontan, aber ich spiele natürlich auch gerne Songs, die die Leute vielleicht auch nicht kennen, aber trotzdem könnten gefallen, so. Also überraschend. Was liebst du an deinem Job? Hey, ich liebe es, dass die Leute mega dankbar sind, dass ich Musik spielen kann und mega viel beeinflussen. So. Du hast sehr viel in der Hand und wenn du es gut machst, dann sind die Leute am Schluss mega dankbar und können sich haben mega Freude und das ist immer mega schön, wenn so einen Abend kannst mega schön, also nach deinem Gusto kannst gestalten. Jogginghose oder Jeans? Trainerhose. 90er oder 2000er? Oh. 2000er. Stadt oder Land? Jetzt gerade noch Stadt. Schoki oder Gummibärli? Schoki. Was ist der Unterschied von einem Club-Gig zu einer Hochzeit? Der grösste Unterschied ist, dass wenn ich im Club spiele, spiele ich meistens für mich selber. Also wirklich den Sound, den ich selber fühle. Und wenn ich an einer Hochzeit bin, dann gehe ich wirklich voll auf die Leute ein und schaue, was habe ich für Leute da, was für eine Gesellschaft, was für Menschen, was für eine Kultur. Und spiele dann natürlich halt auch die Richtung von Musik. So. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man wie so den Unterschied erkennt als Hochzeits-DJ, dass man wirklich auf die Leute eingehen kann. Es gibt aber auch DJs, die ich kenne, die im Club wirklich einfach Sound spielen für die Leute. Und das finde ich meistens ein bisschen langweilig. Was ist der Schlüssel, um als DJ erfolgreich zu sein? Hey, einfach Musik gerne haben. Offen sein für andere Musik. Auch wissen, wie die Leute lesen musst. So einfach auf die Körpersprache achten. Dich auch für gewisse Sachen öffnen. Nicht nur einfach eine Lane fahren, sondern versuchen einfach so gut wie es geht. Ja, können die Leute zu lesen. So. Was wäre dein Traumgig? Hey, mein absoluter Traumgig wäre, irgendwo zu spielen, wo ich alle Songs selber produziert habe und die Leute dann auch den Sound kennen und das so wie abfeiern. Weil ich produziere halt sehr viel. Und das ist natürlich wie so top of the notch, wenn wirklich das Zeug kann spielen kann, das die Leute auch kennen und dazu abgehen. So. Spielst du einen Song zweimal am Abend? Der Hochzeitstanz-Song. Den spiele ich meistens immer natürlich, wenn es sobald es weit ist und nachher sehr oft auch am Schluss nochmal. Ist halt immer mega magic, so, wenn sie wissen, oh, jetzt kommt das Lied nochmal und yeah. Hey, danke, das war's schon. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin der Obi und wenn ihr eine gute türkische Hochzeit braucht, halt deindj.ch.